Besser als ein rosarotes U-Boot. Na, aber natürlich. Natürlich besser als ein rosarotes U-Boot. Also genau eins. Leute, das ist. Boah, ich hab mir. Also, als ich das gehört habe, habe ich schon so gedacht, okay, eine Premium-Jutland wollten wir schon immer haben, ne? Wie gesagt, aber eine Jutland wirklich eins zu eins. Ich dachte, hier kommt irgendwas noch. Irgendwie wenigstens ein kleines bisschen, irgendwie, wenn, keine Ahnung, ein besonderer Smoke irgendwie nochmal ein bisschen länger oder I don't know, irgendwas. Nix. Ausgebildet für Dowering, das ist der Kapitän hier, den brauchen wir, den Bird. Den Bird! So, können wir den nämlich ändern. Das ist nämlich ein 21er Kapitän, den wir hier mitgekriegt haben. Bird Dunker kommt da mit drauf. So, der Bird, der hat sogar noch viele, viele unterschiedliche coole Sachen, die wir hier nutzen könnten. Das Problem ist nur, die werden wir nicht nutzen. Tja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube, auf der Jutland würde ich den auch nicht nehmen, oder? Beziehungsweise... Also der Beste wäre natürlich... Wie nennt er sich denn noch? Der andere hier. Der Andrew. Ah, der ist für die Jutland... für die Cossack geskillt und da haben wir APF drauf, weil wir da einen Punkt mehr haben. Beziehungsweise mehr gebrauchen können. Da würden die mir die Skills auch nichts bringen. Okay, dann ist es egal, Leute. Dann ist es egal. Dann nehmen wir einfach den Bird. Freuen uns. Und legen los. Skillung passt. Da müssen wir nichts dran ändern. Kennen wir ja nur gut von der Daring bzw. von der Jutland. Da brauchen wir also überhaupt nichts zu verändern. Das ist ja wirklich ganz toll. Genau. So, wir rüsten Jutland aus, so wie immer. Ganz klassisch. Zielsystem hier an der Stelle. Jawohl. So, und hier brauchen wir ein Hydro. So, das ist das Thema. Wo haben wir denn Hydro? Haben wir Hydro in der Jutland drin? Nein. Jutland brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt die Somme. Gleich mal weg von den Hauptschiffen. So schnell geht die Liebe dahin, liebe Leute. So schnell geht die Liebe dahin. Jetzt ist die Frage, Druid? Auch nicht. Habe ich dann auf irgendeinem Schiff? Ach, dann hole ich es einfach nochmal neu. Auch nicht so schlimm. Ich hoffe, da gibt es noch den Coupon dazu. Ja, mit Coupon verwenden. Die 12.500, die gönnen wir uns. Und fertig. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Warum nehmen wir Hydromod mit? Weil es sich lohnt auf den Dingern. Weil es sich lohnt. So. Kampfsignale dran und fertig. Liebe Leute, warum skillen wir das Teil auf Inspekteur? Nun, ihr könnt euch die Frage sicherlich selber beantworten. Warum skillen wir das Ding auf Inspekteur? Denn es hat einen Heal. Ja, natürlich. Eine der größten Stärken der Jutland oder der Somme oder dieses billigen Abklatsches, wie auch immer, ist ja trotzdem, dass wir ein Zerstörer mit Heal sind. Und Heal ist halt gut. Heal ist wichtig. Heal ist eine der wichtigsten Sachen, die man hat als Zerstörerfahrer. Wir wollen lange überleben. Nichts ist schlimmer, als wenn wir unser Team alleine lassen und tot sind. Und deswegen nehmen wir natürlich einen Inspekteur mit. Die anderen Skills ergeben sich daraus dann. Das ist, macht auch den Unterschied zwischen der Jutland oder Daring und der Cossack-Skillung. Relativ einfach, denn die coole Cossack, die braucht den Inspekteur nicht. Ja, der hat keinen Heal. Und von daher läuft das sehr gut. Ja, so. Was haben wir sonst noch bei der Somme? Ja, ich weiß gar nicht, was ich euch zu dem Schiff sagen soll. Ich glaube, da ist die Waffenkammer interessanter, Leute. Ist halt eine Jutland, was ich... Also, hat es denn wenigstens irgendwie eine besondere Tarnung? Ist das hier das Besondere an der Tarnung oder kommt da noch mehr? Können wir mal gucken, ob da noch mehr kommt. Gehen wir auf Ausrüstung, Äußeres. Ja, hier. Damit wir nicht vergessen. Okay, das ist die Tarnung.
Ein bisschen dunkel hier, oder? Vielleicht mal einen anderen Hafen nehmen. So, wo ist denn unser schöner... Der mit dem Licht, wie nennt er sich denn noch? Der Fjord. Schauen wir mal rein in den Fjord. Ja, ist schon besser. Lest we forget. Ja, sieht ja ganz cool aus, aber oben halt braun angestrichen, unten halt grün. Naja. Naja. Weil, wenn man das jetzt natürlich vergleicht mit den anderen... Also, es ist wirklich mal eine Tarnung, sagen wir mal so, wobei ich ein Schiff auch nicht grün streichen würde, sondern eher blau-grau. Gut, im Verhältnis dazu ist es dann halt auch keine Tarnung, aber gut, zu den anderen Tarnungen, die wir bis jetzt gekriegt haben, ist das schon mal eher eine Tarnung, würde ich sagen. Ja, schade nur, dass die jetzt leider auch nicht so besonders ist, die Tarnung. Mensch, meine Fresse, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Tja, Starkeeter Kasa hat wenigstens noch ein cooles Voice-Over gehabt, irgendeinen Spezialkapitän. Haben sie jetzt hier auch gespart? Tja, wir müssen halt alles sparen, wa? Ich spare mir jetzt hier auch einfach mal die Einweisung, ganz ehrlich. Also hier von vornherein hier rumgeschnackt und so. Das Schiff, das kennt ihr alle. Wir gehen einfach ins Gameplay und fertig, Leute. Ganz ehrlich, Intro. Intro macht man, wenn eine Intro gebraucht wird. Ansonsten brauchen wir auch keine Intro. Ganz ehrlich. Ich fange jetzt einfach mal an, hier das Ding ein bisschen zu fahren. Und dann können wir mal zeigen, was denn die Jutler noch so drauf hat, beziehungsweise was die nicht so drauf hat. Aber ich kann euch sagen, die hat auf jeden Fall was drauf. Das ist das Gute. Heißt ja nicht, dass das Schiff schlecht ist. Nur wenn es ganz billig hingestellt wird mit einer neuen Tarnung, die nicht mal gut aussieht. Und einem anderen Namen sozusagen. Heißt ja nicht, dass es schlecht ist. So, 5-8 Concealment. Muss mich hier noch ein bisschen an die neue Maus gewöhnen. Es ist noch so ein bisschen, ich glaube, die DPI ist anders, Leute. Das fühlt sich ein bisschen schneller an. Ja, wenn ich das jetzt hier so... Ich spiele sonst immer mit... Zu Apex-Zeiten, liebe Leute, das war... ist schon so lange her, da hat man immer mit megamäßig wenig DPI gespielt. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, so Shooter... Ihr, also DPI ist ja, umso mehr DPI ihr habt, umso weniger müsst ihr die Maus bewegen, um am Ende die gleiche Anzahl von sozusagen Bewegung auf dem Bildschirm zu erreichen. Und Shooter spielt man genau deswegen halt mit sehr, sehr wenig DPI, damit man genauer zielen kann, ja. Zwei Sachen sind ja entscheidend. Jeder gute Scharfschütze weiß das. Wie ist der Spruch? Langsam ist genau und genau ist schnell oder so. Ja, also es kommt halt nicht nur auf Schnelligkeit drauf an, sondern auch auf Präzision. Und deswegen sehr, sehr wenig DPI. Und das ist so drin geblieben, Leute. Ja. Bestimmte Sachen, die verlernt man nicht, beziehungsweise die lässt man nicht. Gibt man nicht wieder ab. Und hier hat sich jetzt leider die DPI, ich glaube, verändert. Die war immer eingestellt gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 400 oder was. Und das müssten jetzt, sind jetzt, glaube ich, mehr. Fühlt sich mehr an. So, Azuma kommt. Und Leon. Mhm. Na, schauen wir mal. Ist hier eigentlich Black, Chungmu, Tallinn. Okay, da haben wir das erste 12er. 12 Kilometer Radar ist natürlich für uns immer erstmal schon mal Shit. Chungmu, Black wird hier sein. Sollten wir also aufpassen. Warum wird die Black hier sein? Jäger ist Mitte, Chungmu ist da, also wird die Black sicherlich hier sein. Ja. Relativ einfache Rechnung sozusagen. Mhm, da ist die Black. Irgendwie zu erwarten, nicht wahr?
Sollen wir hier mal einen Raider pullen? Beziehungsweise mal ins... Ja, hätten wir machen sollen. War ja schon mal eine gute Stelle von der Azuma, Junge. 13 Kilometer, hat aber schön gesessen. Okay, wir sind aus dem einen raus. Die Chungmu muss jetzt aufpassen. Die Black hat nämlich auch Raider. Die haben ja schon mal eine schöne Stelle gekriegt. Sind jetzt im Raider von... Tja, von wem ist die Frage? Von der Tallinn? Dodgen wir. Ja, Zuma macht das da hinten sehr gut, ne? Seht ihr das? Permakite schön am Reversen. Muss man aufpassen auf ihn. Und zack, die nächste Stelle auf die Edinburgh. Der macht das tatsächlich ganz gut. So wie immer, Jutland, beziehungsweise, also vor allem Jutland, Daring ja auch, ne? Läuft vor allem dann gut, wenn du auch mal mit AP schießen kannst. Umladen erhöht euch die DPM. Die macht nämlich mehr hier, die macht 2,1, die macht 1,7. Und von daher... I need intelligence data. Torpedoes to starboard. I need intelligence data. So, eigentlich müsste er wieder Raider haben in seiner Chungmu. Also ich will da nicht rein und nicht nochmal so eine Schelle kassieren hier. Azuma ist jetzt im Turnout, das ist okay, aber trotzdem. Okay. Von der Azuma kommt nichts. Sehr schön. Gut, wunderbar. Alles klar. Dann haben wir das. Dann fahren wir nach oben. Sehr schön. Ja, Chungmu hat das ganz gut gemacht. Ist auch gefährlich, da rein zu böllern, aber dadurch, dass ich nach außen gefahren bin, ich alleine hätte das nicht gemacht. Oder ich glaube, alleine hätte ich es auch nicht gemacht. Aber zu zweit kannst du es halt machen. Der eine hat Raider, der andere macht die Flank. Dann kann der Zerstörer nicht weg, dann nimmst du ihn raus und fertig. Easy. Easy, easy. So, wir drücken jetzt hier nach oben. Warum drücken wir nicht in die Mitte? Weil in der Mitte prinzipiell schon genug Schiffe stehen und weil wir hier unten die Flanke zumachen wollen, ne? Wenn wir die beiden Schiffe hier weg haben und hier unten zu C stehen, werden die niemals zu A und B kommen. Das ist der Trick dabei. Fahren nicht in die Mitte und lassen uns abschießen, sondern wir bespielen die Flanke. Weiß gar nicht, die Leon schießt glaube ich gar nicht, ne? Das heißt, wenn ich mich jetzt hier irgendwie smoke, dann wird das wahrscheinlich nicht sonderlich erfolgreich werden. Turnt da wieder irgendwo hin. Na gut, dann fahren wir zu C. Ah, Azuma schießt aber. Dann gehen wir auf die Azuma, auch nicht weiter schlimm. So, ist er Dark. Schade. Wird er nicht mehr schießen. Ja, ein bisschen wenig Damage bis jetzt, ne? Klar, wir haben 9000 gemacht auf die Black. Aber das war's auch. Mehr zu farmen ist halt nicht. Wenn die Gegner nicht schießen. Gehen sie nicht auf? Wenn sie nicht aufgehen, können wir sie nicht bespaßen. Gucken wir mal, was Gutes an der Ute dran ist. Ist auf jeden Fall was Gutes dran. Ist immer was Gutes an der Ute dran. Ich meine, das Ding nennt sich Ute. Nicht umsonst. Gab's schon mal was schlecht zu essen von der Ute, Leute? Beantwortet mir die Frage. Ich glaube nicht.
Ja, die Azuma. Azuma ist natürlich schwierig, ne? Azuma könnte nämlich Hydro haben, etc. Aber Azuma ist hier deutlich, deutlich besser zu toppen. Als unsere Leon. Deswegen gehen wir mal auf die Azuma drauf. Und schauen mal, was er macht. Also ich glaube nicht, dass die Azuma reinturnt, weil wenn die... Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Azuma reinturnt, weil reinturnt der Azuma gegen eine King George. Ich meine, da steht erst nochmal eine Azuma hinten und da ist noch eine King George. Also... stell ich mir schwierig vor, sage ich ganz ehrlich. Top sieht gut aus. Leider aufgegangen jetzt. Kurz vorher hat er einen Turnout gemacht. Trifft nur einer von den Tops. Immerhin ein Torpedo. Nicht allzu schlecht. So, das war's wieder. Lassen sich wieder Dark gehen und vorbei. Ja, schade. Na doch, er schießt noch einmal. Können wir aber nicht, weil der Smoke schon durch ist. So, 24.000. Immerhin ein Cap. Immer noch nicht besonders gut, aber wir kommen langsam, Leute. Wir kommen langsam. Dumper Olmechen, herzlich willkommen. Stifti grüßt. Und ihr wisst, ein Stift kommt selten alleine. Ein Stift geht öfter mal stiften, aber er kommt selten allein. Wieder Dark. Jetzt haben wir langsam Probleme. Azuma hat nämlich Bock. Das heißt, wir müssen weg. Azuma ist das Gute. Es ist ein großer Kreuzer. Das heißt, sehr, sehr viel. Also gute Branddauer. Ja. Brennt schön lange, der Hobel. Wir fahren weg und da ist das Hydro. Genau. Wie zu erwarten, kommt dort das Hydro. Ein Torp, zweiter Torp. Und das war's mit ihm. Genau so. Sehr schön. Ja, Suba hat uns extrem viel Damage gemacht. Hier auch wieder, ne Leute. Ich habe ihn schon gedodged, aber aus der Entfernung, da kannst du Flutschi-Fingers haben. Da dodgt er den nicht. Da ist nichts mit dodgen. Gar nichts ist da. Was meinst du mit, es gibt manche Sachen gar nicht? Kampfexperte, doch, ist drin. Klar, ist drin. Musst du nur das Video komplett gucken, ja. Weiß ich. Ich habe das Video gemacht. Weiß, was drin ist. Leo, herzlich willkommen. So, wir fahren weiter nach oben. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen Damage auf die Leon. Boah, dann ist eigentlich, hatten wir eine ganz gute Runde, würde ich sagen. Dafür, dass der Typ hier permakitet, er permapusht. Ist halt auch nicht immer ganz so einfach, da so jemanden dann Damage zu machen, ne? Wenn er sich zu uns dreht, müssen wir sofort anhalten, Leute. Noch guckt er nicht. Guckt immer noch nicht. Hat wieder geschossen. Guckt noch nicht. Jetzt guckt er.
Ich bin gespannt, ob wir aus der Entfernung was mit AP zustande bringen. Das sind zwar nur 7 Kilometer, aber immerhin. Naja, 3,47. Jetzt kommen die Shots. Full Stop. Hat er mitgekriegt. Hat er mitgekriegt. So, wir sind noch die einzigen mittlerweile hier. Unser Dudi da ist gestorben. Schon gewundert. Ja, Phil, musst du natürlich im Blick haben, ne? Kannst hier nicht einfach dich drauf verlassen, dass dein Typ da noch lebt. Schön, er schießt wieder in den Smoke. Das, da sagen wir mal herzlichen Dank dafür. Extrem schlecht geschossen von ihm. Also richtig, richtig schlecht war der. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind bei 100, Leute. Leute, Leute, Leute. Wir sind hier. Wie die 100 haben wir noch geknackt hier. Naja, wir kommen noch an unseren Average. Stückchen für Stückchen, sag ich immer so schön, ne? So, hier wieder gestoppt. Genau. Aber die Leon hat getroffen von hinten, liebe Leute. Immerhin die Leon hat getroffen. Ja, na, das ging doch gut. Das ging doch gut. Das war doch wieder mal eine schöne Runde. 105 haben wir gemacht. Einen erobert, die Azuma hat uns ordentlich gecasht. Azuma kriegt auch auf jeden Fall mal hier ein Lob. Ja, siehst du? Guck mal, Clan. Stats waren nicht komplett komisch. Clan ist gut. Hat man sofort gemerkt im Spielen. Na, na, na. Gegen den kannst du hier nicht einfach rumfahren und dein Spiel machen. Nee, nee, nee. Da musst du schon mal ein bisschen gucken. Er hat ein bisschen was drauf. Hat man gemerkt. Trotzdem 49.000, die zwei Torpedos, nee, drei Torpedos hat er gekriegt insgesamt. Flooding war auch noch mit dabei. Für 8.000. Nee, Flooding nicht. Brand war dabei für 8.000, beziehungsweise vier Brände für 8.000, okay. Naja, gut. Das ist ja jetzt nicht sonderlich viel. Und der Black haben wir gegeben, 7.1. Schön. Ja, lief doch ganz gut. Jetzt sind wir nicht Erster geworden. Wobei ich sagen muss, also man müsste halt noch mal ein bisschen nebeneinander legen. Auf der einen Seite auf jeden Fall die SOM, aber auch auf der anderen Seite, also so für Ranked, würde ich gerne noch mal die UDA-Leute nebenlegen. Das, was ich bis jetzt immer so im ja, die UDA-Leute, mit der UDA-Leute kannst du halt nicht cappen, ne? Das ist halt immer so ein bisschen das Thema. UDA-Leute ist halt extrem schwierig zu cappen, aber von der reinen Performance her ist das Ding halt bockstark, ne? Heal dazu, Gunpower ist besser, Speed, Tops hast du auch noch. Ist halt schon ein richtig gutes Teil, ne? Ist halt schon ein richtig gutes Teil. So, und hier wird's halt schwierig, liebe Leute, ne? Erste Runde, wo man jetzt hier schon sagen würde, okay, jetzt wird's schwierig.
Denn hier ist eine Oink Ragnar dabei. Gott sei Dank in meinem Team. Aber hätte ich den gegen mich, liebe Leute, dann wird es halt richtig, richtig hart, ne? Und wenn man jetzt hier sieht, Haaland. Die ist okay, die kriegen wir hin. Black wird schon schwierig. Dann haben sie noch eine Nevsky, 12 Kilometer Radar. Ja, und dann muss man halt immer ein bisschen gucken, was man damit wie genau tut. Was man wie... ja, was man wie damit machen kann. Denn ihr dürft halt nicht vergessen, und das ist halt einfach so, die Jutland ist nach wie vor ein sehr, sehr guter DD, aber das Game hat sich weiter auseinandergezogen. Auch für Zerstörer. Zerstörer waren früher in World of Warships, so ich sag mal vor 3-4 Jahren, immer deutlich dichter noch an den Gegnern dran, weil sie es auch konnten. Da gab es weniger 12 Kilometer Radar, meistens 10 Kilometer Radar, und das selbst gab es nicht so viel. Carrier gab es eh kaum welche, U-Boote schon gar nicht, ne? So, und damit konntest du sehr, sehr dicht an die Gegner ran, gut torpen und fertig. Und jetzt ist es halt so, dass du musst dir halt schon sehr genau überlegen, wann du halt irgendwie in eine Situation kommst, wo du halt wirklich dicht an einem Gegner dran bist. Die meiste Zeit bist du halt irgendwie 8, 9, 10, vielleicht sogar noch mehr Kilometer von deinen wirklichen Schlachtschiffen entfernt. Nicht von den Zerstörern, aber auf jeden Fall von denen, auf die du farmen willst. Und da musst du dann halt schon immer ein bisschen gucken, ne? Weil hier beispielsweise 12 Kilometer, der ist nicht zu torpen für mich. Das braucht noch eine Weile, ne? Und da müssen wir halt gucken. So, wir machen sofort den Stopschub. Direkt vor uns nehme ich die Rochester. Sind jetzt im Radar von der Black. Machen Wiggle. Ja. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Jetzt werden wir langsamer. Also das Radar langsamer ausgehen. Und damit ist das Radar aus. Genau. Sehr gut. Hier geht an. Fertig. So. Jetzt haben wir hier natürlich, jetzt ist die Flank hier gelockt für uns. Hier können wir jetzt erstmal nicht groß was machen, ne? Die S-189 ist gefährlich. Der kann uns spotten in Situationen, wo wir nicht gespottet werden wollen plötzlich. Die Black hat Radar, der ist eh auch gefährlich für uns. Genau, müsste jetzt ihn schon fast rausnehmen, glaube ich, weil das U-Boot ist zweimal aufgegangen, hat er gerade... Na, das ist diesen zu kurz. Oh Gott. Wo hat er denn hingetorbt? Was ist denn das? Oh Gottchen. Salmon da drüben hat's gut. Ja, genauso ist es natürlich jetzt ein schwieriges Game für die Black, ne? Die Black kann jetzt auch nicht viel machen. Da ist es genauso schwer für ihn. So, vielleicht kommt er nochmal wieder. Und will hier seinen Raider einsetzen. Das könnte möglich sein. Will er nicht. Okay. Würde nichtsdestotrotz mal sagen, wir können mal die Rochester hier rausnehmen. Er ist nicht in seinen Smoke gefahren. Und wir haben jetzt hier noch schön Zeit fürs U-Boot. Falls das U-Boot noch hier ist, sehen wir den auch noch.
smoken uns jetzt hier. Hat nochmal einen Permabrand gekriegt. Damit müsste die Black schon eigentlich... Ich weiß nicht, ob er raus ist, aber fast tot sein auf jeden Fall. Hat jetzt noch Raider. Wird er jetzt wahrscheinlich auch gepult haben. Wir haben uns aus den 7,5 Kilometern jetzt rausgezogen. Können jetzt hier noch einmal nach oben. Würde eigentlich gerne jetzt das U-Boot hier noch auf jeden Fall nochmal killen. Das U-Boot zieht uns jetzt leider hier ein Stückchen aus dem Gefecht raus. Es muss aber tot sein, weil ansonsten... Ja, wird es halt schwierig für die anderen. Waldemar, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend gewünscht. Herzlich willkommen. So. Gut. Damit haben wir das U-Boot. Ist ja auch klar, dass er irgendwann keine Luft mehr hat. Jetzt hier am Ende, was hat das U-Boot gemacht, Leute? Jetzt machen wir mal wieder eine ganz harte Analyse von dem, was wir sehen. Das U-Boot wird keinen großen Schaden gemacht haben. Weder auf die Schliefen, noch auf die Haaland. Ich habe keinen Damage vom U-Boot gekriegt. Die Haaland ist full life. Charles Martel ist full life, die Schliefen hat ein bisschen was verloren. Vielleicht hat das U-Boot ein bisschen Damage gemacht auf die Schliefen. Was war die Bedrohung, die ausgegangen ist von dem U-Boot? Naja, er hat uns zweimal gespottet, hat dafür richtig aufs Fressbrett gekriegt. Jetzt vergleichen wir das mal mit, er hätte ein DD gespielt. Egal was für einen. Selbst eine schlecht gespielte Shimakaze macht hier mehr gegen... Das, was wir hier an Aufstellung haben, als ein U-Boot, Leute. Eine schlecht gespielte Shimakaze würde mir auch nicht viel Schaden machen, weil eine Shima ein Top-Boot ist, ne? Und er macht halt mit seinem Ganz nicht so viel. Aber hätte mir auf jeden Fall deutlich mehr gemacht als Zerstörer, als jetzt dieses U-Boot hier. Sicherlich auch mehr Threat gehabt auf die Schliefen oder auf die Charles Martel mit seinen Torps. Verstehe ich dann halt immer den Hype nicht oder dieses Rumgelabere nicht von wegen U-Boote und das ganze Game ist kaputt. Der hat hier gar nichts gemacht. 0,0,0. Und zwar warum? Weil ich mich darum gekümmert habe, dass er nichts machen kann. Wäre ich jetzt hier weiter einfach nach unten gefahren, wäre gar nichts passiert, ne? Er hätte hier vielleicht die Charles Martel noch torpen können oder die Schliefen. Hätte auf jeden Fall eine bessere Runde gehabt. So wusste ich ganz genau, der ist jetzt unter Wasser, der muss demnächst hochkommen. Ich habe eh noch mein Hydro dabei. Alles entspannt. Da kriege ich auf jeden Fall nochmal was rauf auf ihn. Ist halt eine Klasse, die ist halt extrem einfach zu kontern für einen halbwegs geübten DD-Fahrer. Hm? Und die Runde über ist eigentlich hier schon durch, leider. Geht mir ein bisschen schnell, sage ich euch ganz ehrlich, aber ist leider so. Denn das war's. Das ist ja nur noch eine Haaland, die ich nicht sehe. Die ist irgendwo hinterm Cap. Black, die muss hier vor uns sein. Und mal Hydro anmachen. Hilft jetzt auch nicht. Ja, und die Montana von Paneu. Junge, der ist da hinten. Paneu war auch mal ein richtig guter Clan, ne? Vielleicht auch schon ein bisschen her. Der hat auch gar nichts gemacht mit seiner Montana. Alex, herzlich willkommen. Moin. Interessanterweise fahren Haaland sehr, sehr viele Leute, ne? Wird wirklich oft gefahren. So, ist die Black jetzt hier auch raus. Black ist halt auch beispielsweise in der Kombi halt auch gut zu kontern, ne? Wenn du halt mit der Jutland weißt, was die Black kann, hast du damit jetzt kein Problem. Du hast am Ende nämlich mehr oder weniger dieselbe Gun-Performance, vielleicht bist du minimal schlechter, vielleicht sogar minimal besser.
kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Aber du hast halt mit den Smokes deutlich mehr Utility und du hast halt drei Heals. Ja, und die Black, die hat halt keine Heals. Die Black zieht sich halt ihr Nebel, dann zieht sie sich halt ihr Raider dazu und dann war's das halt, ne? Und da ist dann Utility Ende und bei der Jutland oder bei der Somm halt nicht, ne? Auch wieder eine Schiff. Ja, Fazit zusammen. Kurz und knackig, ist ein geiles Schiff, Leute. Was soll ich euch dazu jetzt anderes sagen? Die Jutland ist ein sehr, 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 sehr guter DD im Rang 9. Es gibt kaum einen DD, der besser gefahren werden kann als eine Jutland. Das Schiff als solches ist in der Grundversion gut. Und auch umso mehr ihr damit fahrt, wird es immer, 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 immer besser. Die britische Zerstörerlinie im Allgemeinen bringt eine wichtige Sache mit, die meistens immer vergessen wird. Hier so Panzerung kann man vergleichen, Überlebensfähigkeit kann man vergleichen, wie schnell laden die ganz nach kann man vergleichen, man kann das Concealment vergleichen. Das ist aber nicht alles. Wichtig ist auch, und das ist extrem wichtig, ist, wie ihr denn auf den Schaden, der auf euch kommt, reagieren könnt. Und da sind halt die Briten, und das steht in keinem Stat drin, halt extrem gut. Denn ihr habt halt standardmäßig ein verbessertes Anfahren, sage ich mal. Dadurch sind die Zerstörer sehr, sehr agil. Können dadurch, wenn ihr das dann drauf habt, sehr, sehr gut stopjuken. Ihr könnt damit sehr, sehr gut dodgen. Ihr seid dadurch auch, was das anbelangt, gegenüber Radaren sehr gut geschützt. Ja, ihr geht ja durch die trotzdem auf, aber wenn ihr wisst, wie ihr dodgt, dann könnt ihr euren Schaden darauf mitigieren. Oder der Schaden, der auf euch kommt, mitigieren. Und das kann halt beispielsweise, keine Ahnung, eine Fletcher halt nicht im Rang 9. Das kann halt auch keine Hellfort, die jetzt neu gekommen ist oder so, ne? Die stehen dann halt da, kriegen halt ihren Schaden und fertig. So, und dazu kommt halt, das muss man halt auch einfach nochmal sagen, ist, dass man halt deswegen ja trotzdem nochmal seine Movability verbessert. Man baut hier dann nochmal eine Ruderstellzeit ein und dann kommt ihr halt auf, keine Ahnung, Ruderstellzeit von 3,4 Sekunden mit 610 Meter Wendekreisradius. Also, liebe Leute, verstehe ich ja gar nicht, warum sie nicht gleich 500 Meter gemacht haben. Aber ich was ich halt sagen will, ist extrem, extrem, extrem gut manövrierbar. Und das kommt halt alles dem Spielstil eines Zerstörers zugute. Ja, Manövrierbarkeit ist sicherlich in vielen Klassen von Vorteil, aber vor allem als Zerstörer Gold wert. Dann kommt halt dazu, dass ihr, wenn ihr richtig skillt, drei Heals habt. Mit drei Heals, habt ihr selber gesehen, das sind 2500 Leben mit Flagge pro Heal, also sogar noch ein bisschen mehr als 2500 Leben pro Flagge. Und damit kommt ihr dann easy peasy fast auf eure 30.000 Leben. Muss man halt schon erstmal runterschießen bei einem Zerstörer, der halt ziemlich, ziemlich wendig ist. Dazu habt ihr sehr gute Möglichkeiten gegenüber Carriern, gegenüber, wenn ihr mal failen solltet, etc. mit dem Kurzimpulsnebelerzeuger. Bockstark. Kann ich nicht anderes dazu sagen. Viel, viel stärker meiner Ansicht nach als ein Army-Smoke oder irgendein anderer Smoke oder sonst wie irgendwas. Und natürlich, ihr habt auch noch Hydro on top. Also ihr selber werdet nicht getorbt, aber vor allem könnt ihr halt auch euer Team beschützen. All das lässt den Zerstörer halt dastehen in einem Licht, der halt sehr, sehr gut ist. Genauso aber auch die Jutland. So. Ich persönlich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass es ein Schiff tatsächlich wirklich, also bis hier auf die Tarnung, ja. Also Starkita Kasa hatte ja wenigstens noch eine besondere Tarnung gehabt, ja. Aber dieses Schiff ist ja wirklich nur abgesehen von der Tarnung her besonders. Und selbst die Tarnung her, muss ich sagen, also das ist jetzt für mich keine besondere Tarnung. Und da muss ich halt persönlich sagen, das ist halt der einzige Wermutstropfen an der Sache. Wenn halt nicht die Jutland so ein geiles Schiff wäre, wäre halt die Somme den Aufwand nicht wert. Oder Somme wäre halt den Aufwand nicht wert. Die Jutland ist aber sehr gut, damit die Somme natürlich auch. Nichtsdestotrotz ist es eine 1:1 Kopie. Es gibt nichts, was hier dran anders ist. Nicht mal irgendein Reload von irgendwas. Geschweige denn hier irgendwie, keine Ahnung, der Nebel ist anders. Oder irgendwas. Ich hatte ja gedacht, wenigstens irgendwas ist anders. Nein, es ist nichts anders. Das ist schade, aber bringt uns, lässt das Angebot nicht schmaler werden, ne? Ein gutes Schiff ist trotzdem noch ein gutes Schiff, nur weil es jetzt zweimal unter unterschiedlichen Namen im Spiel gibt. Was natürlich die Somme deutlich besser macht als die Jutland, und das brauchen wir alle, ist Credits verdienen. Ja, ist ein Premium-Schiff, Rang 9 bringt die meisten Credits im Spiel, nach wie vor,
Und damit ist die Somme natürlich, wenn ihr wisst, wie ihr sie fahrt, sehr, sehr gut. Ihr könnt hier ansonsten noch einen speziellen Kapitän drauf fahren. Ich fahre hier mit Bert Dunkirk, weil ich den Spezialkapitän, den Andrew Cunningham, auf der Cossack drauf habe, die ich persönlich ja nochmal, Cossack ist ja, könnte man sagen, ja, so ein bisschen mein Lieblingsschiff. Oder eins meiner Lieblingsschiffe, ne? Und Andrew Cunningham wäre hier drauf auch nochmal eine Empfehlung wert. Der hat nochmal spezielle Talente, die sich sehr, sehr gut aktivieren. Ansonsten ist das hier meine empfohlene Skillung für euch. Warum keine Torps? Warum nichts irgendwie anderes? Weil ihr braucht den Inspekteur. Damit fehlt euch meiner Ansicht nach die 4 Punkte für Funkortung, ganz klar. Weil ihr ansonsten hier den Hauptbatterieflugabwehrspezialisten nicht mitnehmen wollt, den ihr mitnehmen müsst, meiner Ansicht nach, weil ihr den Hauptteil eures Schadens halt über die Guns macht. Und euer Reload ist jetzt trotzdem nicht so gut, dass ihr das nicht gebrauchen würdet in den Gunfights gegen andere Zerstörer. Braucht ihr. Und deswegen bitte das Schiff so skillen. Es sind ja noch alternative Skillungen möglich, irgendwie immer, ja, ich weiß, manche Leute fahren das hier mit Funkordnung und dann halt vielleicht hier irgendwie noch hier mit den Verbrauchsmaterialverbesserungen oder so. Nichtsdestotrotz würde ich persönlich nicht machen, ich sag's euch ganz ehrlich, aus jetzt empfohlenen oder jetzt erklärten Gründen. Ein Heal mehr Wert auf dem Schiff oder ein Heal 2500 mehr Leben auf dem Schiff sind ganz, ganz oft das Leben, was es mir ermöglicht, den gegnerischen Zerstörer rauszunehmen, aus der Situation noch rauszukommen und halt zu überleben und nicht zu sterben. Ganz klare Empfehlung auch an der Stelle für die Somme. Das Schiff gibt's kostenlos. Ihr müsst halt nur spielen dafür. Ihr könnt, wenn ihr halt nicht lange warten wollt, natürlich auch mit Dublonen euch dann holen in dem Spezialevent. Aber so oder so eine ganz, ganz klare Empfehlung. Nicht unbedingt einfach zu fahren. Glaube ich, hat man im Gameplay ganz gut gesehen. Wenn ihr aber euch damit einfahrt, und ich meine mit einfahren, liebe Leute, nicht eine Runde, nicht zwei Runden. Einfahren heißt 10 Runden, dann seid ihr eingefahren, Leute. Ist bei mir genauso wie bei euch nicht anders. Ich bin nur auf vielen Schiffen im Gros besser, weil ich halt sehr, sehr viel Erfahrung habe. Das Spiel hat schon 6 Jahre lang Spiele. Aber halt im Gros ist es so, dass ihr die Anzahl an Runden braucht, um halt euch mit dem Schiff wirklich wohlzufühlen. 10 Runden ist da immer ein gutes Stichwort. Fahrt einfach mal 10 Runden am Stück irgendein Schiff und dann sagt er nach der 10. Runde, ob ihr euch verbessert habt oder nicht. Hört mal in euch selber, dann wisst ihr, was ich meine. Jo, ansonsten, wie gesagt, kann ich das Ding nur empfehlen. Vielleicht noch vergessen. Also klar, Flugabwehr ist nicht sonderlich gut, aber spielt auch gar keine Rolle, weil dafür habt ihr den Kurzimpulsnebelerzeuger. Wenn der Carrier kommt, smoket euch einfach weg und das war's. Aber halt gegen U-Boote seid ihr halt doppelt gut. Und das ist halt auch nochmal eine Sache, wo ich halt einfach sagen muss, wow, ne? Also ihr macht einfach mal extrem viel Damage auf den Wasserbomben, aber nicht nur das, und das ist extrem wichtig auch. Ihr habt ein Hydro, das läuft lange. Ihr macht 2 Kilometer jedes U-Boot auf, egal welche Tiefe die fahren. Und damit habt ihr immer Spotting auf U-Boote. Die haben richtig Schiss für euch. Und damit natürlich auch nochmal in der Meta, wo wir gerade drin stecken, einfach mal nochmal eine richtig, richtig gute Sache. Jo, was kann ich sonst noch sagen zu Somme? Eigentlich nicht mehr viel, bis darauf, dass ich halt jetzt schon mehrmals gesagt habe, empfohlen. Ne? Meine persönliche Empfehlung nach einer der stärksten 9er DDs, die es immer noch absolut gibt im Spiel. Klar habt ihr hier auch noch sowas wie eine Friesland Groningen dabei, die sind jetzt auch nicht schlecht. Ihr habt eine Black dabei, die ist auch nicht schlecht, und eine Kitakaze ist auch nicht schlecht. Aber die Jutland ist halt auch nicht schlecht, ne? Also Jutland teilt sich auf jeden Fall die Krone im Rang 9er DD mit anderen zusammen, mindestens. Und von daher natürlich ja auch, weil die Jutland eine Kopie von der Somme ist, oder die Somme eine Kopie von der Jutland wahrscheinlich, weil die Somme später gekommen ist. Eine ganz klare Empfehlung hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch geholfen und es hat euch Spaß gemacht, das dann doch sehr ausführliche Fazit hier zur Somme. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.